Ja, hallo, mach weiter mit Call of Juarez. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da über muss. Ich bin letztes Mal hier von Scharfschütze abballert worden. Danke, hast mir den Arsch gerettet. Sehr gut. Komm schon, uns rennt die Zeit davon. Easy, aber cold. Es ist nur eine Frau, Ray. Ist da irgendetwas zu holen? So aus. Okay, dann gehen wir weiter. Könnt nicht zurück! Los, los, los! Der Fall für den Einzelnen gespielt. Das haben wir so verpasst. Gebäunt. Oh, was ist das? Das war ein verdammt harter Kampf. Wie damals die erste Schlacht von Bull Run. Die Blauröcke sind damals weggelaufen wie die Hasen. Ranger. Hör auf zu trödeln, wir müssen weiter. Jo. Dort wahrscheinlich der Tunnel geht's weiter. Worauf wartest du? Los! Also hier kommt ja weiter. Wir haben keine Zeit mehr. Doch hier. Ich hab doch gesagt, er gibt nicht auf. Ich weiß zwar nicht, woher ihr beiden Idioten kommt, aber ist es irgendeine dreckige Schlampe wert, sich eine Kugel einzufangen? Ihr Arschlöcher, habt euch mit dem Falschen angelegt. Ich werde von Colorado bis Texas gesucht. Ich war es, der diesen Texas Ranger in El Paso und Jericho Kid in Abilene umgelegt hat. Man nennt mich Rattler, weil ich so flink bin. Rattler? Blöder Arsch. Würde euch also niemand übel nehmen, wenn ihr den Schwanz einzieht und einfach abhaut. Du hast also Jericho Kid umgelegt? Ihr habt also schon mal von mir gehört? Nö. Ich töte euch schneller, als ihr ziehen könnt. Versteht ihr? Auch und wieder Duell. Geschichte.
Boah, da ist der schnell. Boah, das wird schwierig. Das ist der mit dem. Oh Mann. Jetzt noch. Endlich so. Komisch. Jetzt kommt der Honk wieder. Ich hab sie zur Kirche gebracht. Ich kenne den Trick. Lass uns schnell dahin, bevor sie es merken. Ich hätte nie gedacht, dass eine Frau es schafft, dich in eine Kirche zu bewegen. Okay. Aber bist du dafür nicht Knarre? Bist du schneller? Ist zum Looten. Ja, hier schießen. Das sind die Zangen auch nicht. Schalt sie aus. Ich geb dir Deckung. Ich glaube, du hast ihn nur verletzt. Was? Der Arsch ist mausetot zu Boden gegangen. Oh, da kommt jetzt der Ranger. Die wäre wahrscheinlich geil für den. Viele, das heißt. Man kann mit dem Indianer spielen. Wahrscheinlich beim zweiten Durchgang ist. Der Ranger ist sicher für die Pass auf! Hier ist eine Kiste. Selber schuld, wenn du so lahm bist. Verdammt, ich habe erst angefangen. Das Ross kannst du nicht abbauen. Okay. Doch, hier ist auch noch Kiste. Sicher noch irgendwo eine Waffe versteckt gefunden, so wie. Was hat das arme Tier dir denn getan? Nicht. Rennt zum Spaß.
Wenn der da nicht kommt, hat sie noch etwas zu looten. Ja. Kann ich euch helfen? Ja, ich möchte lieber mit dem anderen kaufen. Da könnte man also der Indianer spielen hier. Gewehr. Normale Winchester. Bleib dran. Guter alter Colt, das ist glaube ich das, was ich hier habe. Wir spielen doch nicht verstecken, Bruder. Komm raus. Schnelllader. Okay, ich gehe noch ein bisschen mit der Kackwaffe dahinter. Aber die Effekt. Schlechtere Folge. Ray! Wenn du einfach mal das Maul hältst und mir das Denken überlässt. Oh, das hast du also die ganze Zeit gemacht. Ich will testen, wie du bist. Falls es mit dem Brütchen Kampf gibt und ich den spiele. Gut ziehen. Kann es gegen ihn hier schwierig werden mit der guten Waffe. Hast du nicht drauf? So, das Achievement, wenn man die Augen kriegt. Abschießen. Der Schmetterling. Hier lang, los! Yes, nein. Wir sind probiert. Keine Ahnung, aber wenn sie abhauen, finden wir sie nicht wieder. Keine freie Sicht. Verflucht. Wenn du Rattler auf die Palme bringen willst, nur zu. Geh mal, geh dich mal um. Warum? Braves Mädchen. Erledigen wir sie. Idea. Nee, du brütest voraus. Wer bist du? Ganz ruhig. Wir werden nicht zulassen, dass sie dir was antun. Hilf mir, Bruder! Yeah.
Moment schon. Du hast dir gefährliche Feinde gemacht, amigo. Ich bin Juan Mendoza. Freunde nennen mich Juarez. Ray McCall. Und meine Brüder, Thomas und William. Danke für die Hilfe. Ich habe zu danken, amigo. Du hast meine Marisa gerettet. Ich möchte euch zu einer kleinen Feier einladen. Heute Abend in meinem Alcazar. Klar. Warum nicht? Hervorragend. Ist ganz in der Nähe. Fragt irgendwen. Juarez kennt hier jeder. Danke, Ray. Könntest du aber das nächste Mal zuerst fragen, bevor du dich mit einem Banditen wie ihm verbrüderst? Er scheint kein schlechter Kerl zu sein. Du vertraust ihm? Das habe ich nicht gesagt. Ich erkenne euch zwei nicht wieder. Juan Mendoza war Anführer der größten Verbrecherbande von Juarez. Jeder fürchtete ihn. Jeder. Selbst die schöne Marisa. Was mir aber am meisten Sorgen bereitete, war, wie Ray sie ansah. Ärger war vorprogrammiert und ich hatte keine Ahnung, wie ich das verhindern sollte. Freunde, ich habe euch heute hierher eingeladen, weil es etwas zu tun gibt. Und ihr könntet genau die Richtigen dafür sein. Die Gringos, die ihr erledigt habt, gehörten zu einem Bendejo namens Devlin. Dieser gierige Hund jagt jeden einzelnen Berg südlich der Grenze in die Luft, weil er nach einem Schatz sucht, der Eigentum der Mexikaner ist. Du meinst dein Eigentum? Natürlich. Du willst Devlins Tod? Tod, vermisst, verschwunden, einfach nur weg. Aber um an Devlin ranzukommen, müsst ihr erst seine Handlanger ausschalten. Und du bezahlst uns dafür? Ihr erhaltet einen Teil des Schatzes. Woher weißt du, dass er existiert? Als Montezuma von Cortes als Geisel genommen wurde, war er das lose Geld. Aztekengold, Smaragde, Diamanten groß wie Fäuste, unfassbare Schätze. Das ist doch nur ein Märchen. Nein, Mijo, es stimmt. Und er könnte uns gehören. Wo ist dieser Devlin? Ray, das ist nicht dein Ernst. Ihr würdet den Leuten hier einen großen Gefallen tun. Devlin und seine Leute haben viele Unschuldige getötet. Frauen, Kinder. Meine Brüder haben schon genug Blut an ihren Händen. Wir alle haben Blut an den Händen, Junge. Auch du besudelst dich irgendwann. Wer hat von Töten gesprochen? Es reicht schon, wenn Devlin und seine Männer dorthin zurückgehen, wo sie herkommen. Sind wir im Geschäft? Sieht so aus, ja. Kapitel 4. Mal schauen, wie lange das Spiel geht. Ich brachte alle erdenklichen Gründe vor, um sie davon abzubringen. Aber meine Brüder erklärten, dass Devlin in der Tat ein übler Bastard sei, den niemand vermissen würde. Laut Juarez war er irischer Abstammung
und hatte sein Vermögen in Chicago gemacht. Ein Dieb und Halsabschneider, der sich nimmt, was er will. Und Siedler wie Goldsucher für Land und Besitz ermordet. So böse er auch ist, es ist nicht an meinem Bruder, ihn zu strafen, sondern allein an Gott. Gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, spricht der Herr. Coole Artworks. So, da holen wir den. Jetzt kommt das von der Anfangsszene. Mit der Mine da. Jetzt haben wir natürlich nicht ihn gespielt, er hat den Böse da von ihnen zu reden. Sollen wir es friedlich regeln? Klar. Thomas. Also zwar die bessere Knarre. Lass uns diese Sache beenden. Die ist voll langsam, die Waffe. Hey. Verdammt guter Schuss. Danke, Bruder. Scharfschutz. So. Guter Schuss. Vielen Dank, Thomas. Keine Ursache. Los, weiter. Die pissen sich gleich in die Hose. Sind wir jetzt Partner oder was? So lange nicht zurück. Da vorne ist er. Oh, lustiger Sechsläufer mit. Mit einem Messer vordran. Habe ich auf einmal einen rostigen Schnelllader in der Hand. Statt der Tür geholt, die ich mir gekauft habe. Der Ranger. Was soll das? Das schnell jetzt nicht. Zwei rostige Schnelllader. Ich habe die gekauft und sie sind wieder weg. Ist das alle, wenn man
Figur wechselt sie alle Waffen weg, die man gekauft hat. Hure schräg. So. Der sieht knarr auch nicht mehr, die chromige. Wir sind hier! Die zwei Rattler jetzt ab! Holt Gavin her! Ruf die Männer! Hab ich doch gesagt! Der schönste Eindruck ist immer der wichtigste. Das war die Hure da vertraut, die Waffe ist toll. Und immer schön cool bleiben, Bruder! Ich wollte ihn gerade fertig machen. Ich musste einfach deinen Arsch retten. Jetzt heizen wir das Arschlöcher ein, bis sie nach Mama. Fehlt sie, ja? Hat sie hier drin eine Waffe? Ja, logisch. Das ist zwar eher der Scharfschütz. Das ist jetzt wieder schon gegangen. So, ich denke, dass du auf dem Verlust wahrscheinlich auf den Charakter nicht wechseln. Du musst auf dem Verlust auf dem Film. Hast du das auch weg? Eine Waffe nehmen. Kann ich euch helfen? Ich glaube, die Range ist wahrscheinlich nicht auf. Gieriger Schweinehund. Hat die ganze Stadt in der Hand. Je mehr man hat, desto mehr will man. Ich muss sogar sehen. Oder? Munition sparen. Stolli.
Komm schon raus, Devlin. Oh, jetzt gibt's wieder das Duell. Bitte nicht. Das sind sie? Alle beide? Bitte nicht. Deshalb habt ihr mich gerufen? Für die zwei Strauchdiebe? Klingt wie ein Arschloch. Devlin, hör gut zu. Wir übernehmen den Laden. Nimm deinen Kram und deine Jungs und verpiss dich aus dieser Stadt. Hast du das kapiert? Als ich hörte, dass ihr Rattler umgelegt habt, dachte ich, ich sollte euch vielleicht einen Job anbieten. Aber das wird wohl nichts. Ihr habt einfach keine Manieren. Ja. Legt sie von der Treppe, Jungs! Das legt sie. Weiß nicht, ob das ein guter erster Eindruck war. Westkerl! Schickt er davon nicht her von hier? Kannst du sie irgendwo sehen? Nein. Wer zum Teufel sind die? Das ist auch immer komisch. Das kann man aufsprengen. Aber nicht. Ist zum Sprengen heim nicht. Das kann man auch drücken nicht. Oh, das hat ja gut geklappt. Die Zeit. Geschlossen. Ich springe auf diesen Absatz und mache es von der anderen Seite auf. Gib mir Deckung. Okay, aber beeil dich. Das Lasso, ah. Aber... Sehr gut.
sie. Thomas? Bist du okay? Ja, aber das Ding rührt sich nicht. Der Dreckskerl hat jetzt einen Vorsprung. Heul nicht rum. Geh oben lang. Ich geh durch die Mine. Finde den Bastard und ich treffe dich dann. Wir sehen uns. Der erste Teil, den ich gespielt habe, war so mühsam. Da ist nicht so ein Endgegner gekommen. Genau so eine Stelle mit einer Wasser zu tun. Ich habe die nicht auf die Kurve. Okay. Wir sehen irgendwie auch. Du bist so gut wie tot! Hab sie erledigt! Ich habe mich nur gesehen. Ah, da oben habe ich. Hey! Ja. So.